Es kam mir vor wie ein Traum, als wir alle aus der großen Halle befreit wurden. Grace warf sich voller Freude auf mich und schleckte mir das Gesicht ab. Sam, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, wir wären zu spät. Ich dachte. Haben das alles die OFLs gemacht? Fragte ich. Das alles? Haben Sie die Polizei hergebracht? Grace schüttelte den Kopf. Nein, das war Rose. James und deine beiden besten Freunde haben ihr geholfen zu entkommen und sie hat Verstärkung geholt. Wir drehten uns um und sahen zurück in die Arena. Die Menschen, die Ron festgehalten hatten, hatten ihn losgelassen und nun saß er am Boden, den Kopf in den Nacken gelegt, die Augen geschlossen und atmete tief durch. Dann hielt er inne, als eine braunhaarige Frau mit langen Locken die Arena betrat und kurz auf der Schwelle stehen blieb. Ich glaube aber nicht, dass sie wegen dir gekommen ist, murmelte Grace und lächelte. Ich erkannte nicht, was sich in dieser Frau abspielte, doch ich fühlte, dass ihr Herz pochte wie verrückt und dass sie nach Freude und Erleichterung roch. Ron blinzelte erstaunt, erhob sich dann taumelnd und stakste vorwärts, bis er direkt vor ihr stand und sich die beiden einfach nur überglücklich anlächelten. Sie umarmten sich und schienen sich gar nicht mehr loslassen zu wollen. Ron vergrub sein Gesicht in Roses Haaren, dann weinte er und im selben Moment mussten beide anfangen zu lachen. Rose strich Ron über die Wange und die beiden sahen sich einen Moment lang tief in die Augen. Dann kam sie ihm immer näher und küsste ihn. Glück lag in der Luft und unendliche Freude, und selbst ich musste zugeben, dass ich mich für Ron, den alten Raufbold, freute, auch wenn er in seiner Vergangenheit meine halbe Familie ausgelöscht hatte. Ich werde die Menschen wohl nie verstehen, brummte Juan, der aus seiner Ecke gekrochen kam und sich neben mich setzte. Graces Blick schweifte zwischen meinem Bruder und mir hinterher. Sehe ich doppelt, fragte sie, oder gibt es dich wirklich zweimal? John und ich mussten lachen, was bewirkte, dass Grace den Kopf schief legte und ihr stehendes Ohr spitzte. Wir sind Brüder, bellte ich, und Grace kicherte. Das habe ich mir beinahe gedacht. Hey, ich glaube, da oben ist jemand für euch, der sicherlich schon sehr lange nach euch sucht. Kommt mal mit! Grace sprang auf und trabte voraus. John blinzelte mich ahnungslos an, folgte mir aber, als ich Grace hinterherlief. Ich wusste, wer mich erwartete, war mir aber nicht sicher, ob ich wirklich zu ihm zurückkehren wollte. Ist es dein Herrchen? Fragte mich mein Bruder zögerlich. Ich schluckte und nickte. Du musst nicht mitkommen, wenn du nicht möchtest. Ich will dich nie wieder zu etwas zwingen. Du hast die letzten Monate sicherlich genug mitgemacht. Mein Bruder lächelte nur wissend und tapste an mir vorbei. Weißt du, japste er im Vorbeigehen und blieb an meiner Seite stehen. Ja, ich hatte sehr schlimme Zeiten durchzumachen. Doch wenn ich dich so ansehe, du wirkst so zufrieden und glücklich. Du hast diese Freude in den Augen, die ich von dir schon kannte, als wir noch Welpen waren. Dieses neugierige Glitzern, diese Hoffnung. Wenn du lange eingesperrt bist, verlierst du all das. Du fragst dich nach dem Sinn des Lebens, fragst dich, ob es nicht besser wäre, wenn du sterben würdest und vor allem, ob dich dann noch jemand vermissen würde. Und weißt du was? Ich wusste, dass du mich vermissen würdest. Das hat mich am Leben gehalten, denn du warst immer für mich da, wenn ich dich gebraucht habe und ich habe dich einfach verlassen. Es ist alles meine Schuld, was ich durchmachen musste. Damit hob er den Schweif und schloss zu Grace auf, die in einiger Entfernung wartete. Ich war beeindruckt, jedoch hatte John sich ganz dezent davor gedrückt, mir eine klare Antwort zu geben. John, heißt das, dass du mit uns ziehen willst? Das heißt, dass ich mir dein Herrchen einmal ansehen werde und dann entscheide, ob ich mein Leben in seine Hände legen möchte. Mein Herz pochte vor Freude und ich gab meinem Bruder einen sanften Nasenstüber. Dann drückte ich mich an Graces Seite, während wir den Bunker unter der Erde verließen. Hinter uns die Festnahme der Verbrecherbande in vollem Gange. Ich merkte jedoch, dass meine Begleiterin nicht ganz so glücklich war wie ich selbst, dass das Abenteuer wohl nun zu Ende war. Was ist los, Grace? Freust du dich nicht? Fragte ich. Doch Grace trabte nur schweigend weiter. John schielte wissend zur Seite, als Grace seufzte und meinen Namen flüsterte. Sam, du weißt genau, was mit mir los ist. Ich will dich nicht verlieren. Wenn wir da jetzt rausgehen, nimmt dich dein Herr mit und wir sehen uns nie wieder. Willst du das? Ich winselte, weil ich nun endlich verstand, wie ernst meine Entscheidung nun war. Wollte ich ein Straßenhund bleiben und alles aufgeben, was Jake mir in den letzten Jahren gegeben hatte? Liebe, Zuneigung, Futter und die Wärme eines Rudels? Oder wollte ich zu ihm zurückkehren und all meine Freunde verlieren? Grace, John, ich möchte für diese Entscheidung noch etwas Zeit. Wäre das in Ordnung für euch? Grace und John nickten, dann erhob sich mein Bruder. Ich gehe schon mal voraus. Wenn du weißt, was du willst, ich sitze am Ausgang und passe auf, dass keiner der Verbrecher entkommt. Grace sah mir in die Augen, Schmerz und Trauer waren darin zu lesen. Sam, ich möchte, dass du weißt, dass ich deine Entscheidung akzeptiere, egal wie sie auch ausfällt. Ich liebe dich, wie du bist, aber wir sind nur Hunde. Letztendlich entscheiden unsere Menschen, was mit uns passiert. Lass uns ein wenig hinlegen. Wenn ich schlafe, habe ich einen klareren Kopf. Und den werde ich für diese Entscheidung brauchen, sagte ich leise. Grace nickte. Wir legten uns Rücken an Rücken auf den kalten Boden in den düsteren Gang und schlossen die Augen.
Schon bald kam die Dunkelheit um mich herum, ballte sich in meinem Kopf zusammen und explodierte in einer Formation aus Licht und Staub. Ich öffnete die Augen, doch ich war nicht mehr in dem dunklen Gang, sondern an einem Ort, den ich nicht kannte. Es waren keine goldgelben Vanillewolken, sondern eine Brücke über einen kleinen Bach, umgeben von grünen Wiesen und duftenden Blumen. Um mich herum der Duft von Grace und der von Nana. Ich schoss herum und da stand sie, wunderschön, wie ich sie in Erinnerung hatte, himmelblaue Augen und ein rotbraun-grau-weiß geflecktes Fell. »Sam«, flüsterte sie und sprang auf mich zu. Sie warf mich um und wir kullerten zusammen über den Rand der Brücke, dann landeten wir schließlich mit einem lauten Platsch im Wasser. »Ich hab dich so vermisst, so sehr vermisst«, jaulte ich. Mir schossen die Tränen in die Augen, als ich sie sah. Sie war so real, so wirklich, als wäre sie nie gestorben und als schwämme sie tatsächlich vor mir nur im Wasser. »Ich dich auch«, lachte Nana. »Ein Jahr ist es her, dass ich dich besuchen konnte. Ich habe fast vergessen, wie du aussiehst, und nun stehst du vor mir. Du bist ein toller Hund geworden, Sam. Treu und zuverlässig, stark und mutig, edel und klug. Ein Mensch kann sich glücklich schätzen.« »Das kann er wohl«, rief eine Stimme hinter mir. Es war Grace. Sie stand am Rande des Flusses und sah wütend aus. »Sam, wer ist das?« Nana schwamm zum Ufer, kletterte heraus und hatte gleich wieder trockenes Fell. Sie berührte mit Grace Nasen und wedelte freundlich mit dem Schwanz. Grace jedoch wirkte nicht ganz so begeistert. »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Grace«, säuselte Nana. »Ich bin lange keine Konkurrenz mehr für dich. Mein Name ist Nana. Sam und ich hätten beinahe zusammen unser Glück gefunden, doch dann habe ich mein Leben gegeben, damit er weiterleben kann, um Hunde aller Arten zu retten. Und das hat er getan. Er ist ein guter Hund. Grace, sei nicht wütend auf ihn. Er würde dich niemals betrügen.« Grace sah mich an, doch ich nickte zur Bestätigung nur heftig und zog den Kopf ein. »Ich bin nicht wütend«, japste Grace, »nur verwirrt. Wo sind wir hier? Und wenn du doch tot bist, warum können wir dich dann sehen und mit dir reden, als wärst du noch am Leben?« »Ich bin nur für kurze Zeit hier. Ihr könnt mich sehen, weil ich eine Art von Vision bin. Wenn ihr aufwacht, werdet ihr beide euch an diese Vision erinnern, da ihr hier gemeinsam träumt. Hört gut zu. Ich möchte euch helfen, euch zu entscheiden. Denn wie ihr euch auch entscheidet, es wird Verluste für euch geben. Entweder verliert Sam sein Rudel, dich oder sein Zuhause. Oder du, Grace, verlierst deine Stelle als Polizeihund und wirst dann nicht einmal bei Jake bleiben, sondern an einen anderen Besitzer weitergegeben.« »Was sollen wir denn tun?« jaulte ich. »Ich liebe Grace, wie ich dich geliebt habe, Nana. Ich kann sie nicht schon wieder verlassen.« »Warum müssen Hunde nur immer so herumgeschubst werden? Sind wir denn Marionetten?« »Sam, du musst verstehen, dass viele Hunde dich brauchen. Wenn du bei Jake bleibst, kannst du ihnen helfen, aber auch nur dann. Du wirst Grace vielleicht nie wiedersehen, aber dieses Risiko müsstest du zum Wohle aller Hunde eingehen. Und du, Grace?« »Was ist mit mir?« bellte Grace gereizt. Sie wollte nicht verstehen, warum es Nana so wichtig war, dass ich sie verließ. Sie dachte, Nana wollte mich nur für sich alleine.« »Grace, du wirst Sam niemals ganz verlieren.« »Wie meinst du das?« Grace erhob sich und sah sich nach mir um, doch ich starrte nur Nana an, denn ich ahnte bereits, worauf sie hinaus wollte. »Du trägst einen Teil von ihm in dir. Dieser Teil wird dich immer an ihn erinnern. Pass gut auf ihn auf und hüte ihn wie einen Schatz, denn er wird das Einzige sein, das dir von ihm bleibt.« »Willst du mich veralbern?« japste Grace. »Ich erwarte Welpen? Aber das wüsste ich doch.« Nana lachte so herzlich, dass ich schmunzeln musste. »Ich habe lediglich von einem Teil gesprochen. Du wirst einen Welpen bekommen. Er wird niemals genau wie sein Vater sein, doch er wird seine Ideale in sich tragen. Tapferkeit, Stärke, Ehrgeiz und vor allem den Mut, der seinen Vater so auszeichnet.« Grace und ich sahen uns an und drückten uns eng aneinander. »Ich weiß, dass es schwer für euch sein wird, euch zu trennen, aber denkt gut darüber nach. Es könnte das Leben vieler Hunde und Menschen in Zukunft stark beeinflussen.« Nana verblasste und mit ihr auch die kleine Welt, in der wir uns befunden hatten. Ich schlug die Augen auf und gähnte. Grace neben mir war ebenfalls aufgewacht und blickte ungläubig zu ihrem Bauch herunter. »Das glaube ich einfach nicht«, murmelte sie. »Was ist gerade passiert?« Ich sah traurig zu meinen Pfoten herunter und schniefte. Mit Nana holte mich immer wieder meine Vergangenheit ein, und in meinem Kopf spielte sich immer wieder dieser Moment in Dauerschleife ab, in dem sich Nana vor mich warf und den Schuss abfing, der eigentlich für mich gedacht war, wie sie blutend und vor Schmerz wimmernd vor mir lag und ihre wunderschönen blauen Augen auf mich gerichtet waren, wie sie mir sagte, ich solle laufen und mich nicht umdrehen, doch ich mich vor Schreck nicht rühren konnte, wie sie flehte, dass ich den Menschen entkam, die uns den Tod wünschten, und wie ich davonlief und sie einfach zurückgelassen hatte. Nana war für mich gestorben, und ich hätte dasselbe auch für sie getan. Doch es hatte einfach nicht sein sollen. »Sam, was ist los mit dir?« fragte Grace und drückte ihre Nase gegen meinen Fang. Ich zuckte zusammen und sah zu ihr herüber. Ihre Augen waren voller Sorge, doch ich war nicht in der Lage, auch nur ein Wort zu sagen. »Sam?« »Es tut mir leid, Grace, aber ich muss dich verlassen«, seufzte ich und hoffte inständig, dass sie mir nicht wütend war.
Ich will es nicht, aber es geht nicht anders. Ich werde einen Weg finden, dass wir uns wieder treffen. Doch sei mir nicht wütend, wenn ich es nicht schaffe. Du bist das Beste, was mir je passiert ist, aber ich kann nicht bei dir bleiben. Das habe ich mir gedacht, jammerte Grace traurig. Aber ich kann es verstehen. Es hat mit dieser Nana zu tun, oder? Ja, ich meine, nein, oder unter anderem. Es ist kompliziert zu erklären. Ich weiß nur, dass ich nicht bei dir bleiben kann. Aha. Es tut mir leid. Und das ist alles, was du dazu zu sagen hast, murrte Grace säuerlich. Ich seufzte und legte mir eine Pfote über die Augen. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen sollte. Bitte versteh mich. Was würdest du denn tun? Grace erhob sich und ihre Flanke streifte meine. Dann sah sie zurück und lächelte leicht. Doch ich merkte ganz deutlich, dass ihr gar nicht nach Lachen zumute war. Es ist schon in Ordnung, Sam. Ich bin dir nicht wütend. Es geht einfach nicht anders, das verstehe ich. Du hast eine Aufgabe auf dieser Welt, die wichtiger ist als meine Gefühle für dich. Ich war froh, dass Grace so anständig war, dass sie jetzt keine ewig lange Show abzog, wie manche anderen Hündinnen, die ich in Spanien gekannt hatte. Die hatten immer gleich gemeint, sie müssten mit mir ein ganzes Rudel gründen und mich in ihre Vaterschaftsdienste nehmen. Nein, danke. Zumal ich sicherlich ein schrecklicher Vater war. Grace und ich tapsten zum Ausgang, wo John wie versprochen auf uns gewartet hatte. Und nun auf eine Erklärung brannte. Wo wart ihr denn so lange? Was habt ihr da drin gemacht? Was wirst du jetzt tun, Sam? Ich sammelte meine Gedanken kurz und sah mich dann um. Ganz in der Nähe stand eine Polizeistreife und dort saß ein riesiges Rudel von Hunden, die ich kannte. Seven, Charlie, Bailey, Sunny, Tom-Tom, Sniper und die RFLs. Mein Herz tat vor Freude einen Sprung in die Luft. Ich werde zurück zu Jake gehen, jaulte ich und rannte voraus zu meinen Freunden hin. Hier war mein Abenteuer leider zu Ende. Nun gut, was heißt leider? Ich hatte eine Menge Glück gehabt, dass ich lebendig aus dieser Angelegenheit herausgekommen war. Meine Freunde hatten nie den Glauben an mich verloren, und das hatte mir in der dunkelsten Stunde Hoffnung und Stärke verliehen. Mein Herz tat einen Sprung, als ich in Sevens strahlenden Augen blickte und wir uns für einen Moment einfach nur unsere Nasen aneinander drückten. Seven, mein bester Freund. »Sam, du bist zurück!« jaulte Bailey und kam angesprungen, Charlie im Schlepptau. Die beiden schienen unzertrennlich und glücklich. Auch der Rest meines Rudels war sich scheinbar näher gekommen. Tom-Tom saß dicht bei Sniper und Sunny und Seven hatten ihre Flanken dicht aneinander gedrückt. Ich gab meiner kleinen Bailey einen Nasenstüber und sah dann in den Himmel. Alles war am Ende gut geworden, doch überraschenderweise war es nicht alleine mein Verdienst gewesen. Ein vertrauter Geruch streifte mir um die Nase, der mir trotz allem, was geschehen war, noch immer einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Ich drehte meinen Kopf und sah Ron, der Seite an Seite mit Rose und bei einer Gruppe Polizisten in einem Krankenwagen saß, wo sich eine Rettungssanitäterin um seine Wunden kümmerte. Ich hatte ihm das Leben gerettet und er hatte mir verziehen. Der Plan der ROFLs war also aufgegangen. Sie hatten ihm die Augen geöffnet, so dass es in der Welt mehr gab als Mord, Totschlag und Verbrechen. Sein Hass auf Hunde schien er überwunden zu haben, als er erkannte, dass nicht wir, sondern er selbst für sein Unglück zuständig gewesen waren. Jake hatte uns bereits erwartet und kam mit wedelnden Armen angerannt, um mir um den Hals zu fallen. »Sam, du alter, dummer Hund, jage mir nie wieder einen solchen Schrecken ein!« »Ein Hallo hätte mir auch gereicht«, brummte ich trocken. Meine Freude, ihn zu sehen, hielt sich in Grenzen, weil ich wusste, was mich erwartete, wenn ich zu ihm zurückkehrte. Charlie und Bailey hinter mir räusperten sich. »Sam, wir haben uns entschieden. Wenn er uns trennen will, dann soll es so sein. Hauptsache, wir beiden bleiben zusammen. Es ist nicht so, als wollten wir nicht mehr bei euch sein, aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann wollen wir Jake nicht im Weg sein.« Ich war erstaunt, als ich das hörte. Sniper erhob sich ebenfalls und sah mir in die Augen. »Du weißt, wie sehr ich die Menschen verabscheue, aber ich habe gehört, dass ich bei Mr. Hendricks in der Nachbarschaft unterkommen und seine Villa beschützen soll. Was soll ich sagen? Hendricks ist ein guter Mann und ich bin gut mit Wilbur, seinem alten Pitbull, befreundet. Er scheint ein sehr netter Mensch zu sein, darum gebe ich ihm eine Chance.« Auch John an meiner Seite blickte sehnsüchtig herüber zu Pixie und ihrer Bande. »Ich werde nicht zu den Menschen gehen, Sam. Ich habe sie schon immer gefürchtet. Aber was spricht dagegen, Mensch und Tier zu einem besseren Leben zu verhelfen?« Pixie ist nicht mehr die Jüngste, und ich denke, wenn sie ihren Beruf aufgibt, werde ich ihre Stelle übernehmen. Solange lasse ich mich von ihnen ausbilden, damit ich das wieder gut machen kann, was ich in den letzten Jahren verbockt habe. Ich blickte über mein restverbliebenes Rudel, das noch an meiner Seite stand. Sunny, Seven, Tom-Tom und ich standen eng zusammen und wir waren uns näher als nie zuvor. Jacob und Flora hatten sich zu den Polizisten gesellt und ließen sich die Bäuche kraulen. Sie würden mit Sicherheit auch bald ein neues Zuhause finden. Da war ich mir sicher. »Mr. Johnson, Sie sollten sich jetzt endlich mal für die Verhandlung fertig machen«, rief Wellsworth und drückte mir den Arm. »Sie können sich nicht ewig davor drücken. Wir alle wünschen nur das Beste für Sie.«
Ich nickte mit abwesendem Blick und lockerte meine Krawatte etwas. Es war ungewohnt für mich, derartige Kleidung zu tragen, aber Steve hatte darauf bestanden, auch wenn ich mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hatte. So bescheuert habe ich seit meiner Kommunion nicht mehr ausgesehen. Das ist mehr als 30 Jahre her, knurrte ich und keuchte, weil mir Steve die Krawatte wieder enge geschnürt hatte. Du sollst nicht aussehen wie ein alleinstehender Büromensch, der gerade aus einer Besprechung mit seiner Sekretärin zurückkommt. Also lass gefälligst die Krawatte so, wie sie ist und mach dein Hemd richtig zu. Das ist aber verdammt unbequem. Deal with it. Ich krummelte einige Worte vor mich hin, die ich selbst nicht verstand, und betrachtete mich im Spiegel. Ich sah nicht so aus, als wollte ich da drin meine Unschuld beweisen, sondern eher, als wollte ich Mitglied einer Mafiabande werden, was wohl weniger an meiner Kleidung als an meinem restlichen Aussehen lag. Ich versteckte meine vernarbte Gesichtshälfte hinter meiner Hand, denn die Erinnerungen, mit denen sie behaftet waren, lasteten auf mir wie tonnenschwere Steine. Plötzlich fühlte ich eine sanfte Berührung an meinem Arm und jemand schob meine Hand vor meinem Gesicht weg. Hab etwas mehr Selbstvertrauen, mein Schatz. Du bist der Mann, der die größte Verbrecherbande Kaliforniens freiwillig, alleine und unter größter Lebensgefahr entlarvt hat. Das wissen auch die Richter. Ich musste lächeln und betrachtete mich wieder im Spiegel, doch dieses Mal durchfuhr mich ein warmes Gefühl, das ich nicht kannte. Ich fühlte mich sicher und entschlossen. Nichts konnte meine Entscheidung nur noch abwenden. Ich würde alles dafür geben, um nicht und noch einmal ins Gefängnis zu müssen. Und ich würde dafür kämpfen, endlich ein normales Leben führen zu können. Hand in Hand mit Rose ging ich zum Gerichtssaal, wo mein Schicksal auf mich wartete. Vor der Tür nahm Rose mich noch einmal in den Arm und küsste mich. Ich liebe dich, mein Schatz. Das schaffst du schon. Dann öffnete sie mir die Tür und ließ mich eintreten, denn sie selber musste draußen warten. Doch auch ohne ihre physische Anwesenheit spürte ich, dass sie an mich dachte, und das gab mir die Kraft, die ich benötigte. Kraft, mit der ich diesen Prozess gewinnen würde. Ein paar Stunden später öffneten sich die Türen des Gerichtssaals für mich. Mit Steve und Belzort an der Seite marschierte ich erhobenen Hauptes heraus, gefolgt von den Blicken unzähliger Zuschauer. »Und was hab ich gesagt?« jubelte Steve, als wir draußen waren. »Du bist ein freier Mann, Ron. Keine Gefängnisstrafe, nicht einmal Bewährung oder Sozialarbeit.« Ich nickte abwesend und ließ mich rückwärts auf eine der Wartebänke fallen. Zu lange hatte ich meine Fassung wahren müssen. Zu viele Menschen, zu viel Sitte, zu viel Ordnung. Jetzt fiel meine Fassade wie ein baufälliges Gebäude in sich zusammen. »Alles in Ordnung?« fragte Steve. Ich nickte, jedoch war ich mir nicht sicher, ob ich das aus Freundlichkeit oder Abwesenheit tat. Jetzt war ich endlich frei, doch es fühlte sich an, als wäre ich in Ketten gelegt worden. Der Staat hatte ein Auge auf mich geworfen und ich würde mich bei dem kleinsten Ausfall wieder vor Gericht zerren. Ja, vielleicht sogar wieder nach Spanien abschieben. Ich war mir nicht sicher, ob ich für diese Art von Freiheit schon gewachsen war. Was ist? Es ist nur, ich seufzte tief. Ich kann mit meiner Freiheit nicht viel anfangen, wenn ich vom Staat beobachtet werde, als plane ich ein Attentat auf das Weiße Haus. Du bist, wie Joseph Conrad in An Outpost of Progress schrieb, wie ein lebenslanger Gefangener, der nach seiner Freilassung nichts mit seiner Freiheit anzufangen weiß, zitierte Belzwort in seiner typischen Manier, dass er alle anderen fühlen ließ, dass er gebildeter war als sie. Aha, entgegnete ich nur. Mein Angebot steht übrigens noch, lächelte Steve. Doch in diesem Moment kam Rose angerannt und umarmte mich überschwänglich. Du hast es geschafft! Du hast es wirklich, wirklich geschafft! Ich bin so stolz auf dich! Einen Moment blieben wir nur still Arm in Arm stehen, dann blickte ich auf und sah in Steves Zügen, dass er auf eine Antwort wartete. Ich nickte still und lächelte, dann vergrub ich mein Gesicht wieder in Roses Haar. Ich würde ein Polizist werden. Welch Ironie! Doch wenn ich so darüber nachdachte, war es genau das, was zu mir passte. Ich hatte Risiko, ich würde mich mit Konflikten auseinandersetzen, ich hatte Spannung und es würde mit Steve und Rose und Belzwort garantiert nicht langweilig werden. Als wir zusammen das Gerichtsgebäude verließen, blinzelte ich erst ein paar Mal gegen die grelle Sonne. Dann atmete ich tief ein, denn es gibt nichts Schöneres, als nach mehreren Stunden in einem Gebäude nach frischer Luft zu schnappen. Ein Streifenwagen stand schon für uns bereit und ich wollte gerade schon hinten einsteigen, wie ich es seit jeher gewohnt war. Doch Steve schlug mir auf die Finger, als ich nach dem Türgriff langte. »Heute nicht«, sagte er mit einem verschmitzten Lächeln. »Hopp, du sitzt heute vorne. Belzwort hinter.« »Solange es nur eine Ausnahme bleibt«, krummelte Belzwort mit zusammengekniffenen Augen. Rose stieg nach ihm ebenfalls ein. Ich konnte mein Glück selbst kaum fassen. »Du meinst also wirklich, das geht in Ordnung, wenn ich...« »Halt die Klappe und steig ein, bevor ich meine Meinung ändere«, lachte Steve. Und so fuhren wir zum LAPD zurück, wo mein neues Leben auf mich wartete.